Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Hönigswald den Begriff der Lernenden begreift. Dafür wird der Begriff der pädagogischen Gemeinschaft, also das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden, erläutert. Um den Begriff der Lernenden und das Verhältnis der Lehrenden und Lernenden zu erklären, muss zuerst der Begriff der Gemeinschaft erläutert werden. Eine Gemeinschaft ist dadurch bestimmt, dass sie zum einen tradiert werden muss, das heißt von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Weiters muss eine Gemeinschaft in der Gegenwart Bestand haben. Dies beschreibt Hönigswald als sittliche Gemeinschaft. In eben dieser sittlichen Gemeinschaft sind alle Subjekte gleichrangig, also gleichgestellt und frei. Diese Subjekte sind fähig, sich selbst ethisch bestimmen zu können. Man könnte sagen, erwachsen. Im Unterschied dazu beschreibt Hönigswald die pädagogische Gemeinschaft, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Generationenbeziehungen vorhanden sind. Generationenbezug bzw. Generationenbeziehung meint nicht, dass die Erwachsenen, also Lehrenden, für die Lernenden verantwortlich sind. Die Lernenden sind selbstständige und eigenständige Persönlichkeiten. Jedoch hängt von dieser Selbstständigkeit und Eigenständigkeit von der organischen Entwicklung, also dem Entwicklungsstand der Kinder ab. Das heißt, dass Lernende zwar eigenständige, selbstständige, freie und gleichrangige Subjekte sind, aber sie sind in ihrer organischen Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten wie Erwachsene. Diese sittliche und pädagogische Gemeinschaft aus Lernenden und Lehrenden ist vom Prinzip her aus auf Gegenständlichkeit bezogen. Gegenständlichkeit bedeutet, dass Wahrheiten bzw. Sachverhalte, die Geltung bzw. wahr zu sein beanspruchen, als solche anerkannt und überliefert werden müssen. Gegenständlichkeit gilt für alles, was in einer Epoche für wahr gehalten wurde bzw. wird. Die Wahrheit selbst ist es also, die Geltung gegenüber einem Subjekt beansprucht. Beansprucht ein Sachverhalt Geltung gegenüber einem Subjekt, so wird diese Geltendmachung von Hönigswald als Konzentration bezeichnet. Die Aufgabe ist es nun, die Sachverhalte so zusammenzufassen, dass sie pädagogisch aufbereitet und nachvollzogen werden können. Hönigswald zufolge soll damit ein Sachverhalt so zusammengefasst werden, dass klar wird, dass es sich nicht allein aus sich selbst heraus bestimmen lässt. Dieser Gedankenvollzug soll für den Lernenden möglich gemacht werden. Dabei ist es wichtig, dass dieser Vollzug kein Kopieren oder Nachahmen meint, sondern dass der Lernende selbst fähig ist, die Zusammenhänge und den Sachverhalt zu verstehen und Sinn zu produzieren. Der Lernende ist nach Hönigswald ein gleichgestelltes Subjekt in der pädagogischen Gemeinschaft. Er ist jedoch organisch noch nicht so weit entwickelt wie Erwachsene. Eine Gemeinschaft hat nur dann Bestand, wenn sie einerseits tradiert und andererseits in der Gegenwart existiert. Eine pädagogische Gemeinschaft ist auf Gegenständlichkeit bezogen. Gegenständlichkeit meint, dass Geltungsansprüche anerkannt und überliefert werden müssen, um Bestand zu haben. Wenn etwas Geltung beansprucht, so nennt Hönigswald den Prozess der Geltendmachung Konzentration. Das Ziel ist es, dass der Lernende einen Sachverhalt gedanklich nachvollziehen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hönigswald die Lernenden innerhalb einer sittlichen pädagogischen Gemeinschaft fasst. Diese Gemeinschaft, in der Lehrende und Lernende gleichrangige Subjekte sind, ist auf Gegenständlichkeit bezogen. Darüber hinaus ist der Lehrende dafür verantwortlich, dass ein Sachverhalt so zusammengefasst wird, dass der Lernende das Stoffgebiet gedanklich nachvollziehen kann.